So, meine Damen und Herren, Atomstrom? Nein, das muss nicht sein. Stopp! Es gibt nämlich ein Gerät dafür. Das filtert Atomstrom aus dem Stromgemisch heraus, nennt sich Nucleostop, der Atomstromfilter. Ich komme dann auch noch auf den Schaltplan zu sprechen. Und so sieht es schon mal aus. Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel der geschätzte Kollege Preuß in Landshut spricht und Hall in Nuklear singt, und Klimakrise muss nicht sein, weil wir können ja die Kernkraft nutzen. Dann, okay, mancher ist ja nicht dafür. Und so haben wir uns am Wochenende unterhalten und da sagte mir ein Freund, den gibt's, das muss sowas geben. Als ich bei Amazon das Suchwort Atom schon eingab, kam schon ein Atomstromfilter. Bin allerdings leider nicht fündig geworden, aber Google hilft. Und Atomstromfilter gab sofort Nucleostop. Sauberer Strom, sauberes Gewissen. Schauen wir auf die Seite. Hier ist sie. Sauberer Strom, sauberes Gewissen mit dem Nucleostop, der Atomstromfilter. Der sensationelle Atomstromfilter für den privaten Haushalt. Gerade in der Pandemie. Und hier wieder sauberer Strom, sauberes Gewissen. Ich werde euch die Seite verlinken, ihr müsst da selber drauf gucken. Wenn man dann weiter nachliest, das muss ich euch vorlesen, es ist wirklich genial. Nucleostop, ein kompaktes Gerät, das es in sich hat. Durch ein innovatives Verfahren wird Atomstrom in Echtzeit sofort und vollständig erkannt und, bevor er ihre wertvollen Elektrogeräte durchflutet, zurück zum Erzeuger geschickt. In der neuesten Version wird nun auch Atomstrom aus dem Ausland erkannt und über einen einzigartigen Rerouting-Algorithmus dorthin zurückgeschickt, wo er herkommt. Das Gerät kann einfach an jeden Stromkreis angeschlossen werden, am besten an einen zählernahen Anschluss. Und sofort können Sie mit gutem Gewissen Strom verbrauchen. Die Atomlobby profitiert davon nicht mehr. Wenn man Interesse hat, dann, der Preis beträgt ja nur noch sensationelle 1489 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Schlagen Sie zu, bevor Friedrich Merz die Mehrwertsteuer erhöht. Ja. Bitte leisten Sie Zahlungen erst nach Lieferung durch den Fachhändler und Erhalt der Rechnung. Es gibt auch ein Händlernetz, also das haben die super aufgebaut. Was ist im Lieferumfang enthalten? Das formschöne, praktische Gerät im nachhaltigen Biokarton. Eine ausführliche Installation und Bedienungsanleitung. Zusätzlich erhalten Sie den Bestseller Mein Leben ohne Atomstrom in deutscher Sprache. Bei Kauf bis zum 24.12. diesen Jahres je ein Nucleostop-Aufnähsticker und E-Auto-Aufkleber. Ja. Ein Nucleostop-Puschelwuschel für die Kleinen sowie eine Nucleostop-App für Ihr Smartphone, für Android, iOS und Huawei. Für Direktvertrieb-Fans, bei Ausrichtung einer Nucleostop-Online-Party mit mindestens 8 maskierten Interessenten erhalten Sie einen attraktiven Rabatt auf das Gerät von 99,99 Euro. Und das Beste, finde ich, ist die Garantie. Wenn Sie mit dem Gerät nicht vollständig zufrieden sind, dürfen Sie es an uns zurückschicken. Diese Garantie gilt für volle 10 Jahre. Okay, ob die versprechen dann nicht, dass bei Zurücksenden auch das Geld zurückkommt? Aber ich glaube, das ist es doch wert, getestet zu werden. Nucleostop ist in jedem gut sortierten Stromfilterfachgeschäft erhältlich. Interessiert? Fordern Sie sogleich die aktuelle Händlerliste und so weiter und so fort. Es ist wirklich genial. Ich habe schön gelacht. Und, ach ja, ich wollte noch ernsthaft weitermachen. Nein, ich habe mir den Schaltplan besorgt. Das ist nichts weiter als, das ist hier ein Gegentaktverstärker hinterm Schaltkreis. Ich weiß gar nicht, was der macht. Der kriegt irgendeinen Eingangsimpuls. Vollkommener Blödsinn hier. Dann kommen hier raus, hinterher, über den Trafo wird dann dieses, wahrscheinlich wird es ein Wechselstrom, der hier erzeugt worden ist, hier hinten rauskommen, der wird in Trafo geleitet, wieder gleichgerichtet und es kommen plus und minus 35 Volt symmetrisch heraus. Ja, wurde als Atomstromfilter verkauft. Also man kann ja mal gucken. Achso, ja, hier gibt es noch mehr davon.
Also, wenn man gute Erfindungen will, dann alles klar, liebe Leute. Aber ich habe mich jetzt gefragt, was hat das letzten Endes hier mit dem Buch wieder mal zu tun? Na, ganz einfach. Es ist damals in den 80er Jahren so ein Atomstromfilter, genauso ein Quatsch hier, verkauft worden. Und das hat geklappt, damals schon. Ich wette, es würde heute wieder klappen. Ich müsste es nur richtig anbieten und könnt ihr euch das vorstellen? Also an alle Produktdesigner. Übrigens, ja, das Ding hat den Franz Böhlmann Design Award gewonnen. Ja. An alle Produktdesigner, Leute, erfindet ein bisschen formschöneres Gerät als diesen hässlichen Kasten. Und wenn der schon einen Award gewinnt, ihr schafft es noch besser und verkauft wirklich Atomstromfilter, bis der Arzt kommt. So, und jetzt stellt euch den ganzen Text mal umgemünzt auf C vor. Also diesen Text hier. Setzt immer einfach das Wort, ersetzt das Wort und stellt es mal um. Klappt doch, oder? Leute, macht was. Wir müssen wieder Leute bilden, damit die nicht auf so einen Scheiß reinfallen. So lustig, wie das auch klingen mag, aber das ist bitter ernst gemeint von meiner Seite. Also, ich wünsche euch einen schönen Wochenstart und wie gesagt, macht was, aber macht's gut. Bis dann, bis zum nächsten Video. Tschüss.